Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass in Taiwan meine Bilder, meine Skulpturen dem Publikum gezeigt werden. Diese Ausstellung konzentriert sich auf beide Möglichkeiten, die ich beruflich habe, als Schriftsteller wie als bildender Künstler. In dem Buch Mein Jahrhundert hatte ich die Möglichkeit, beide Berufe miteinander zu vereinen. Zu jedem Jahr dieses schrecklichen 20. Jahrhunderts, das von Krieg und Unterdrückung gezeichnet war, ist jeweils ein Motiv entstanden, ein emblemhaftes Bild, ein Aquarell von der Technik her, und so korrespondieren Bild und Text miteinander. Ich habe das auch bei anderen Büchern gemacht, insbesondere wenn es sich um Lyrik handelte, zum Beispiel in dem Band Fundsachen für Nichtleser. Es ist mir zur Gewohnheit geworden, immer dann, wenn ich ein Manuskript beendet habe, oft ist es eine jahrelange Arbeit, nicht sofort mit einem neuen Buch zu beginnen, sondern das Handwerkzeug zu wechseln, als Bildhauer zum Beispiel zu arbeiten. Das war ja meine erste Berufsausbildung, meine eigentliche Berufsausbildung fand der Düsseldorfer Kunstakademie und der Akademie der Künste in Berlin statt. In dieser Zeit also fange ich dann wieder an, mit Töpferton zu arbeiten. Es entstehen Terrakotten und von manchen dieser Terrakotten gibt es dann Bronzeabküsse, die hier in dieser Ausstellung zu sehen sind. Ich habe einmal einen kurzen Essay über diese Doppeltätigkeit geschrieben, über Schreiben und Zeichnen und gesagt, dass beides aus einem Tintenfass fließt. Ich bin ja oft gefragt worden, was ist für mich wichtiger, das Zeichnen, Aquarellieren, die Bildhauerei auf der einen Seite oder das Schreiben. Ich habe mich diesem Entweder-Oder immer entzogen, da mir meine Mutter, nehme ich an, vom Herkommen her beide Talente vermittelt hat, habe ich keinen Grund gehabt, auf das eine oder andere zu verzichten. Und so sehen Sie nun in dieser Ausstellung einen Teil meiner Arbeit gespiegelt. Und ich wünsche Ihnen viel Sehvergnügen dabei. Wir wünschen der Kunstausstellung einen guten Erfolg.